In der vergangenen Woche hat sich Redakteurin Moni Mück mit Anja Kretschmer vom Friedhofsverein Wismar verabredet. Die Kunsthistorikerin will Wismar TV und seinen Zuschauern während eines Spaziergangs über den Friedhof der Hansestadt einige beeindruckende historische Denkmäler einmal näher vorstellen. Hallo, ich begrüße dich hier auf unserem wunderschönen Friedhof von Wismar. Dann folge mir doch bitte unauffällig. 1831 wurde der erste kommunale Friedhof vor den Stadttoren der Hansestadt errichtet. Es gibt einige versteckte Zeugnisse aus dieser Zeit, die es noch immer zu entdecken gilt. Der Verein zur Förderung der Friedhofskultur hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese geschichtlichen, kulturellen und künstlerischen Besonderheiten zu erhalten und natürlich die Besucher auch darüber zu informieren. Wir sind ja hier, also der Friedhof, der wird dieses Jahr 190 Jahre alt. Und vor 190 Jahren befinden wir uns in der Zeit des Biedermeier. Und die Zeit des Biedermeier, die da mit hineinspielt, war eben so eine Zeit, wo sowieso diese zwischenmenschlichen Beziehungen im Vordergrund standen. Ja, das häusliche Glück stand an erster Stelle, also die Familie, aber auch Freundschaften wurden ganz anders und inniger gepflegt. Und man versuchte dann auf dem Friedhof natürlich auch diese zwischenmenschliche Beziehung zum Ausdruck zu bringen. Das verraten einige Inschriften, aber auch einige Grabmale an sich. Und die abgebrochene Säule, das ist so ein ganz typisches Beispiel. Die Säule, damals in der Antike konzipiert, hatte man sich abgeschaut vom Baum. Weil der Baum, den hat man so eben als Verbindungsglied zwischen Himmel und Erde angesehen. Und die Säule, die sozusagen den Baum dann darstellt, hier in dem Fall aber eben abgebrochen, stellt das abgebrochene Leben dar, das zu früh zu Ende gegangen ist. Und die Inschrift hier schläft den Schlaf des Friedens unvergessen von den Seinen, soll eben wirklich auch wieder diese zwischenmenschliche Beziehung zum Ausdruck bringen, dass er geliebt wurde von den Seinen. Und das Stichwort Schlaf, das ist eben auch so ganz typisch für diese Zeit, weil man wollte gerne den Tod an sich als etwas Friedliches, als etwas Sanftes darstellen und hat ihn mit dem ewigen Schlaf gleichgesetzt. Weiter geht es Richtung Leichenwärterhaus. Der Leichenwärter wohnte bis Ende des 19. Jahrhunderts mit seiner Familie in dem Gebäude, das heute unter Denkmalschutz steht. Jetzt stehen wir hier vor dem ehemaligen Leichenwärterhaus. Das ist für Mecklenburg wirklich eine Besonderheit und stammt aus der Zeit, wo die Menschen Angst hatten, lebendig begraben zu werden. Ja, weil man muss sich ja vorstellen, die Feststellung des Todes basierte eben auf ganz einfache Mittel wie Puls messen oder mal horchen, ob Herzschlag zu hören ist. Und es grasierten Geschichten, wo Menschen aufgewacht waren in ihren Gräbern und man ihnen aber nicht helfen konnte, weil sie dann ja nicht erhört worden sind und qualvoll erstickten. Und das kann man wirklich so sagen, es kam zu einer Hysterie in ganz Europa, nicht nur hier in Wismar oder Mecklenburg. Und deswegen versuchte man, die Toten so lange aufzubahren, bis sie wirklich schon Zeichen zeigen, dass sie wirklich nicht mehr aufwachen werden. Und das versuchte man dann in solchen Leichenhallen umzusetzen. Und Leichenwärterhaus deshalb, weil es musste ja auch jemand auf die Toten aufpassen. Es musste ja jemand zugegen sein für den Fall, dass wieder jemand aufwacht, damit er gleich erste Hilfemaßnahmen einleiten kann. Nun machen sich die beiden auf zu einem der vier noch stehenden Mausoleen. Sie alle wurden bis 1835 errichtet und beherbergen noch heute so manch eine Überraschung. Jetzt stehen wir hier vor der Grabkapelle Herrlich, die ihren Namen alle Ehre macht, vor allem die Tür dieser Kapelle. Und von solchen Gebäuden haben wir einige, um genau zu sein, 7 an der Zahl auf dem Friedhof stehen, die sich das Bürgertum damals an besonderen Plätzen errichten durfte. Und diese Tür, die hat natürlich ganz viel Symbolgehalt, ja, vom Schmetterling als Symbol der Seele über die trauernden Engelfiguren bis hin zum allsehenden Auge Gottes mit dem Symbolen Anker und Kreuz für Glaube und Hoffnung. Und
Ich sage dir jetzt nur eines. Um diese Tür öffnen zu können, braucht es diesen großen Schlüssel. Und wenn wir uns jetzt aber die Tür einmal anschauen, sehen wir weder eine Türklinke noch ein Schlüsselloch, was diesen Schlüssel hier rechtfertigen würde. Und das ist eben wirklich das Spannende an dieser Tür, die ich so in der Form auch auf keinem anderen Friedhof gesehen habe. Sie besitzt ein Geheimschlüssellochfach. Wollen wir uns das mal näher anschauen? Also, hier ist nichts. Wenn man hier irgendwie dreht, was auch gerne dann die Besucher tun, passiert auch nichts. Ja, ja, nee, das alles zu. Und auch hier fest. Und wenn man hier jetzt aber bleibt, wo bei einer normalen Tür ja das Schlüsselloch wäre, ja, dann fällt dann hier plötzlich auf, oh, hier ist aber, oh! Und dann passt das haargenau für diesen Schlüssel. Und wenn ich jetzt hier umdrehe, dann, ja, natürlich habe ich den Schlüssel und dann öffnet, Sesam, öffne dich, diese Grabkapelle herrlich. Auf dem Weg zu ihrem letzten Halt passieren die beiden die Stelle, an der früher der Galgen gestanden hat. Hier informiert eine Informationstafel auch über den Begründer des Friedhofs, den Bürgermeister Anton Johann Friedrich Haupt. Moni, jetzt sind wir hier am Stein des guten Glücks sozusagen. Das dieser Grabstein hat ein berühmtes Vorbild, nämlich Johann Wolfgang von Goethe hat diese Komposition sozusagen kreiert. Die steht heute noch in seinem Gartenhaus in Weimar. Die hatte er damals als Erinnerung an seine unglückliche Liebe zu Charlotte von Stein aufbauen lassen. Und das ist eben so diese Mischung aus zwei Körpern, die ja auf den ersten Blick recht gegensätzlich sind. Vielleicht so vergleichbar wie Yin und Yang. Irgendwann hat man dann angefangen, diese Figur, sage ich einmal, auf den Friedhof zu holen und als Grabstein zu verwenden. Also das kann man durchaus auf einigen Friedhöfen dann wiedersehen. Und Stein des guten Glücks halt, weil man ja auch mal über die Kugel streichen kann. Und wer weiß, ja, vielleicht ist einem dann das Glück ab heute für immer hold. Anja Kretschmer und Moni Mück machen sich auf den Weg, um noch weitere Schätze zu entdecken. Wer nun Interesse hat, noch mehr über den Verein zur Förderung der Friedhofskultur in Wismar zu erfahren, findet unter der eingeblendeten Internetadresse nähere Informationen. Und auch ohne Führung, ein Spaziergang durch die grüne Lunge der Hansestadt lohnt sich allemal.